Der Da Vinci-Roboter stellt im Prinzip eine Verbesserung der Laparoskopie, also der Schlüssellochchirurgie, dar. In den meisten Fällen fällt das Prostatakarzinom im Rahmen der Vorsorge auf. Die Vorsorge wird für Patienten ab 50 empfohlen und basiert vor allem auf dem PSA-Wert, aber auch auf der Tastuntersuchung. Selten fällt ein Prostatakarzinom über klinische Symptome auf, wie beispielsweise Probleme beim Wasserlassen oder Blut im Urin. Meist, wie gesagt, im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt oder beim Urologen. Der Da Vinci-Roboter stellt im Prinzip eine Verbesserung der Laparoskopie, also der Schlüssellochchirurgie, dar. Das heißt, der Patient bekommt nur wenige sehr kleine Schnitte im Bauchbereich und über diese kleinen Schnitte werden Laparoskopie-Instrumente in den dann aufgeblasenen Bauch eingeführt. Der Vorteil am Da Vinci-Roboter im Vergleich zur Laparoskopie ist, dass einmal der Operateur deutlich entspannter arbeiten kann und so in der Regel ausgeruhter und effektiver im Prinzip arbeiten kann. Der Vorteil, der darüber hinaus noch besteht, liegt darin, dass von der Robotertechnik das Zittern, das jeder Mensch in der Hand hat, rausgerechnet wird. Das heißt, es ist ein zitterfreies Arbeiten und der Roboter kann deutlich besser an die zu operierende Struktur heranzoomen. Das heißt, es ist genauer, es ist präziser und obendrein noch für den Operateur angenehmer. Wenn der Prostatakrebs lokalisiert, also auf die Prostata begrenzt ist, dann kommt neben der Operation auch eine Bestrahlung der Prostata in Frage und bei vielen Patienten auch sinnvoll ein zunächst abwartendes Vorgehen. Wenn der Prostatakrebs sich schon im Körper ausgebreitet hat oder der PSA-Wert extrem hoch ist, empfiehlt sich eher eine systemische Therapie. Das heißt, eine Therapie, die einerseits das Testosteron unterdrückt, einen Wachstumsstimulus für die Prostata sozusagen nimmt. Und andere Therapien können Chemotherapien sein, aber auch Kombinationen aus dieser Hormon- und Chemotherapie. Und so können Patienten über viele Jahre hinweg noch bei guter Lebensqualität Jahre geschaffen werden.